Wir gehen ein bisschen weiter zurück und erinnern an einen Film, bei dem man ja schon erstaunt sein kann, dass es überhaupt eigentlich Filme gibt, wo man mit Reis wirft oder sich eine Zeitung über den Kopf fällt oder an der richtigen Stelle Boring ruft. Menschen, Ereignisse, Geschichte. Das MDR Kultur Kalenderblatt. 1975, vor 45 Jahren, hat er nämlich The Rocky Horror Picture Show Premiere. I would like, if I may, to take you on a strange journey. It's astounding. Time is fleeting. Madness. Es ist einfach ein toller Stoff mit guter Musik. Und es ist offen für jeden. In diesem Film gibt es so viele sexuelle Spielarten, dass für jeden etwas dabei ist. Außerdem ist es immer eine sichere Party. Aber um wenigstens etwas ernst zu sein, es ist eine Therapie für viele Kids, die, wie die meisten Heranwachsenden, noch nicht so ganz genau wissen, wo sie hingehören. Und für Leute, die am Rande leben und mit ihrer Sexualität und ihrer Karriere unzufrieden sind. Tim Curry, der Darsteller des Frank and Furter, spekuliert über den anhaltenden Erfolg der Rocky Horror Picture Show. Ein Filmmusical, dass das sehr naiv schüchterne Pärchen Janet und Brad des Nachts auf ein einsames Schloss jagt, um den beiden, und nicht nur denen, zu verklickern, schmeißt die Konventionen über Bord, fahrt die Hemmungen runter, seid offen und genießt, was Spaß macht. Picture-Show-Schöpfer Richard O'Brien. Ich sehe die Rocky Horror Picture Show als eine Art abwechslungsreiches Vorspiel. Die Leute werden gut unterhalten, bekommen einige Anregungen, gehen mit einem Lächeln aus dem Theater und probieren zu Hause einige herrliche Dinge miteinander aus. Darüber bin ich sehr glücklich, solange sie dabei im Moment größter Erregung meinen Namen rufen. Richard! I'm just a sweet transvestite. From transsexual Transylvania. Ihre Geburt erlebt die Horrorshow 1973 auf einer kleinen Londoner Bühne. Für Richard O'Brien ist sie eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Der hat als Schauspieler gerade keine Angebote, sich nun selbst eine Rolle hineingeschrieben und ein Werk verfasst um die Dinge, die ihn begeistern. B-Movie-Horrorfilme, Rock'n'Roll und Sex. I just wanted to write something that I wanted to go and see. Ich wollte etwas schreiben, das ich mir auch selber gerne anschauen würde. Dass die Show dann so erfolgreich wurde, liegt, so glaube ich, daran, dass auf der Bühne nichts wirklich Rüdes passiert. Die Show behandelt zwar Bisexualität und diverse sexuelle Spielarten, doch es geschieht auf eine humorvolle und unschuldige Art und Weise. Das Einzige, was die Leute erschrecken könnte, ist die Lautstärke der Musik. Doch wer sich daran stört, hat sowieso nichts im Publikum zu suchen. Zum besten Musical des Jahres deklariert, wird die Rocky Horror Show natürlich für die Filmindustrie interessant. Der fertige Film sorgt jedoch zunächst einmal für Betroffenheit. Tim Curry. Als ihn die Studiobosse der Fox zum ersten Mal sahen, herrschte danach vollkommene Stille. Sie starrten sprachlos auf die Leinwand und begriffen überhaupt nicht, was sie da gesehen hatten. In ihrer Hilflosigkeit bringen die Filmbosse das vermeintlich schmutzige Filmmusical nur in kleiner Kopienzahl in die Kinos. Der Misserfolg ist damit vorprogrammiert und es sieht zunächst auch ganz danach aus. Bis die Rocky Horror Picture Show von Fans als Stimmungsfilm zum Mitmachen entdeckt wird, bei dem man in angemessener Kostümierung vor der Leinwand tanzen, mit Reis um sich werfen oder allerhand andere Dinge tun kann, die zur Handlung passen. Ein Gemeinschaftserlebnis, das ständig wiederholt werden kann und dazu führt, dass die Picture Show zum Kultobjekt wird.